Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Heute wieder mit einer wunderbaren Overwatch XP Reward Nachricht direkt am Anfang des Videos. Gerade beim letzten wurde gefragt, wo diese Nachricht geblieben ist, weil bei demjenigen die Nachricht schon lange nicht erschienen ist. Bei mir kommt sie recht oft. Ich mache aber auch jeden Tag mehrere Overwatches, wobei auch dieser jemand geschrieben hat, dass er auch jeden Tag mehrere Overwatches macht. Also ich weiß nicht genau, warum sie bei dir nicht kommt, aber bei mir kam sie jetzt eben wieder ran. Es ist jetzt der 20.10.21, 23.43 Uhr. Also da kam sie jetzt das letzte Mal, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich habe sie, wie gesagt, recht oft, weil ich aber auch recht oft Spinbotter habe und die werden halt sowieso weggebannt und dann kommt die Nachricht halt. Ich weiß nicht genau, warum es bei dir nicht vorangeht. Eins weiß ich habe uns übrigens einen falschen vorbereitet, also ich habe kurz reingeschaut und der sah gut aus. Eins weiß ich aber und zwar, dass die Fälle halt einfach länger dauern können. Also gerade wenn du jemanden hast, der kein Spinbotter ist, dann kann es sein, dass der Fall Wochen oder gar Monate braucht, bis er dann fertig bearbeitet ist oder wurde und der Bann dann drin ist oder eben auch nicht, also je nachdem, was es war. Aber du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass du eigentlich nur Spinbotter hattest, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum das nicht bei dir durchkommt. Ich meine sogar, ich habe die Nachricht heute zweimal schon gehabt, also vorhin einmal und ja, dann zwischendurch halt auch wieder. Ich gucke, wie gesagt, mehrfach täglich mir ein paar Fälle an. Um welche herauszusuchen, die halt passend für ein Video sind, so wie der hier. Ich habe mir hier die ersten drei Runden angeschaut und dachte mir, hey, das geht auf jeden Fall klar. Vor allem ist eine Stelle, ich sag mal, recht lustig. Er kommt nicht da drüber. Den Sprung schafft er später nicht. Ich weiß nicht warum, aber kriegt er nicht gebacken. Er wirkt auch bis jetzt auf jeden Fall chillig. Wie gesagt, ich habe vorhin nur so weit reingeschaut, drei, vier Runden und da sah alles noch legit aus. Also da war nichts zu erkennen von wegen Cheats oder sonst was. Vielleicht haben wir sogar legit am Start. Das weiß ich nicht. Natürlich schaue ich mir die Fälle nicht komplett an und mache danach ein Video, weil dann bin ich ja selbst nicht überrascht. Für seine ultimative Lostness war der Kill jetzt wiederum ein bisschen, ne, aber im Rahmen. Aber er wird von links angeschossen und er schaut rechts. Also irgendwie, aber ja, oh. Er versucht das so komisch rumzuhüpfen, ihm gelingen aber die Bunnyhops nicht, ne? Also er hüpft die ganze Zeit, aber ein Bunnyhop hat er noch nicht gemacht. Wie gesagt, könnte man drücken, aber ich mache jetzt natürlich, guck mal hier. Wie viele Sprünge hat er eben gebraucht? Drei? Was ist denn das für ein Move jetzt gerade hier? Drei oder vier Sprünge, um da hochzukommen? Er ist, glaube ich, sauer, weil vorhin jemand auf ihn geschossen hat, durch die Smoke und ihn gekillt hat. Bis jetzt kann man aber, wie gesagt, noch nichts erkennen. Ich habe ungefähr bis hierhin geschaut, das war's dann. Und dann bin ich raus. Er zuckelt ein bisschen komisch. Könnte natürlich auch Demo-Fehler sein. Achso, ich sollte vielleicht mal hier... Aha, das Demo-Feld aufmachen. Jetzt fang aber nicht an, hier reinzukacken, du Sack. Bitte. Was war denn das für eine Nate, Alter? What the fuck? Er kann ihn riechen. Okay, gut. Also er wusste, wo er steht. Das heißt, Vision ist hier leider schon am Start. Schade. Das... Naja, egal. Monsieur, Team Attack, Vorsicht. Da, also jetzt könnte man eigentlich schon Richtung Grief gehen. Er hat die Bombe nicht gelegt, obwohl er sie hätte problemlos legen können. Und er hat einen Teammate jetzt angeschossen. Ich meine, gut, am Rundenende und auch ohne ihn zu killen, kann man jetzt drüber streiten von wegen, ja, vielleicht sind es Mates oder... Ist ja auch nicht so schlimm, weil er lebt ja noch und die Runde war ja eh gewonnen. Aber das beides zusammen, da würde ich sogar fast schon auf Grief gehen. In dem Fall. Ich finde ja generell, das wisst ihr ja, dass Grief einfach auch viel zu wenig bestraft wird und vor allem viel zu selten geahndet wird, beziehungsweise überhaupt in den Report reinkommt. Ich weiß nicht, wie schnell Leute für Grief reporten, aber ja, es sind, finde ich, auf jeden Fall zu viele Leute unterwegs, die hart reingriefen und noch keinen fetten Bann bei sich stehen haben. Also zumindest mal eine Auszeit. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist wie früher. Also früher war es, glaube ich, so, dass wenn man drei Grief Auszeiten bekommen hat, dann hat man einen richtigen Bann bekommen, der dann wohl auch permanent war. Dann durfte man auch nicht mehr spielen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Und ob das damals zu 100% so war, weiß ich auch nicht genau, aber ich meine schon. Also wir haben da öfter mal drüber geschwätzt in den Overwatches und da kam das eigentlich immer raus, dass wenn X also Timeouts da sind wegen Grief, also wenn er in einem Overwatch ständig Grief gedrückt bekommt, wäre irgendwann ein richtiger Bann da und dann ist man auch, also dann ist der Account halt weggebannt, ne? Also Vision Assist ist auf jeden Fall da. Seine Aktion von vorhin kann ich da nicht ganz nachvollziehen. Dieses, ich schieß mal auf Mitte runter, obwohl da überhaupt keiner steht. Aber vielleicht will er damit nur, oder wollte er damit nur ein bisschen verwirren. Ja, also jetzt ist es schon ganz klar, dass er rein visioniert. Auf Long begegnen sich zwei, die sich aber nicht killen. Die sind aufeinander. Was waren das? Sind das Bots?
Hat er das gesehen? Kein Plan, was das war. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Bots mitspielen. Kann es sein, dass ich Bots nicht sehen würde im Board? Ob mir Bots angezeigt werden würden, ob der Ping auch dementsprechend passen würde und so weiter und so fort. Die Namen sind ja eh in der Demo gefälscht oder verfälscht. Deswegen weiß ich das nicht genau. Aber ich nehme an, dass hier schon irgendwie Bot dabei stehen würde oder halt... Achso, halt, es gibt ja gar keine Bots mehr. Gottes Willen, was das früher für ein Scheiß war mit den Bots. Holy fuck, überleg mal, wenn sie No gesagt haben. Komm, wir machen B-Rush. No. Aber es sah echt aus, als wenn sich bei zwei... Schon wieder auf Long. Die haben sich doch auch genau angeguckt, die zwei Dackel, hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht genau, was da abgeht. Die Bombe ist übrigens nach hinten down, also er ist ein Dödel, ein richtiger Dödel. Er verliert halt auch, ne? Also er macht nicht das Richtige hier. Er ist ja loose eingefahren. Ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, was in Counter-Strike passiert. Fick Frosch. Nein, weiß er scheinbar nicht. Achso, halt, wir warten noch kurz auf den Kill. Aber dann springe ich einfach durch komplett. Ich meine, das ist eindeutig hier ein Kackvogel, aber ich will nicht zu früh, gerade bei neuen Fällen, die wir frisch reingucken, einfach durchspulen, weil vielleicht ist da nur jemand, der tatsächlich kurz auf den Boden guckt aus Spaß. Aber eher nicht. Aufmach deinen Kill jetzt. Na, also da ist er. Leider! Ach, schade, schade. Ich habe mich echt gefreut und dachte mir, jawohl, wir haben da einen schönen Fall, jemanden, der komplett Dirm ist. Aber vielleicht nichts anhat oder halt dann nur Vision Assist. Griefing auch, du Aff. Alleine auch, dass er eben am Schluss die Bombe noch nicht mal versucht hat zu holen. Er hat da gar nichts gemacht. Er war ja sogar irgendwann am T-Spawn noch oben, als die Bombe down war, und er hat sie nicht genommen. Also, und für den Team-Attack und für die andere Runde, wo er die Bombe nicht gelegt hat, Grief, leider. Dann mache ich ja wieder Winke-Winke, meine Damen und Herren. Ich muss mich noch ein bisschen an die Dinger hier ranhocken. Und nehmt da auch eine Kleinigkeit für euch auf. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Livestreams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da gibt es auch immer die Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Da zocken wir zusammen, da haben wir Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für die Kommentare und für die Likes. Macht es gut. Leider. Mit dem Stack-Tip kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.